ist meine Fahrkarte? Hallo, ich hab doch Geld reingeworfen. Wo ist meine Fahrkarte? Hallo? Ein Mann randaliert am Fahrkartenschalter. Die Bundespolizei muss einschreiten. Brechstange auf den Boden. Jetzt gilt es erst einmal, den Mann dazu zu bringen, die potenzielle Waffe aus der Hand zu legen und dann ihn zu beruhigen. Eine Situation, die im Alltag an Bahnhöfen jederzeit vorkommen kann. Im Diezer Trainingszentrum der Bundespolizei werden die Auszubildenden ganz praxisnah auf solche Situationen vorbereitet, bevor sie in den echten Einsatz gehen. Und so lange haben sie also ein Jahr hier die Gelegenheit, im geschützten Raum Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren, wo sie korrigiert werden, damit sie möglichst 100% die Maßnahmen dann in der Realität durchführen können. Möglichst realistische Situationen. Dafür wurde in einer alten Werkshalle ein Zugwaggon nachgebaut. Hier kann trainiert werden, einen Schwarzfahrer zu stellen. Es gibt auch eine 1:1 nachgebaute Flugzeugkabine, aus der eine betrunkene Mallorca-Urlauberin nicht freiwillig vor dem Start aussteigen möchte. Das ist schon eine Übung für Fortgeschrittene. Die Abmessungen der Kulissen entsprechen denen in der Realität. Und das ist halt auch entscheidend, damit ich nachher auch mit den Gegebenheiten vor Ort arbeiten kann und mich nicht erst auf andere Räumlichkeiten oder Beengungen einstellen muss, sondern das, was ich gelernt habe, dann direkt umsetzen kann. Das Training unter realistischen Bedingungen ist für die Bundespolizeianwärter eine Herausforderung, aber auch eine Hilfe. Das ist was komplett Neues, hat man in der Schule oder vorher sonst noch nie gemacht. Aber ich sag mal, ja, Übung macht den Meister, ne? Also man kommt da ein bisschen rein. Klar, man weiß, es ist teilweise gestellt, aber dass man schon unter Stress auch lernt, mit den Situationen umzugehen. Im Herbst soll noch ein neuer Übungsort auf dem Gelände in Diez dazukommen. Dann entsteht hier ein Originalbahnhof mit Gleisen, Bahnsteig und Fahrkartenautomaten.